Ja, die Stadtregierung Wien, die will sich heute ganz klar positionieren am Internationalen Tag gegen Rassismus. Hier ist heute den ganzen Tag ein sehr viel Programm wird hier heute geboten. Um 13 Uhr geht es los. Da treffen sich dann verschiedene NGOs, aber auch die Wiener Menschenrechtsbehörde, aber auch ZARA, ein Verein, der gegründet wurde, eben um Rassismus, um Betroffenen von Rassismus eben auch eine Stimme zu geben. Die treffen sich dann hier ab 13 Uhr. Vertreten sind auch viele StadtpolitikerInnen von Wien. Und da soll dann eben gemeinsam besprochen werden, wie man eben gegen Rassismus gemeinsam stärker vorgehen könnte. Eingeladen worden sind auch einige Schulen. Also es gibt hier auch Schulworkshops. Und man möchte hier generell einfach wieder das Verständnis für Rassismus, also was Rassismus ist, das möchte man hier in den Vordergrund rücken. Denn Christoph Wiederkehr, der Vizebürgermeister, hat es gesagt, Rassismus wird in unserer Gesellschaft immer salonfähiger. Und das könne in Wien auf jeden Fall nicht sein. Das hat er gesagt bei der Pressekonferenz, denn das Ganze für Medien hat schon um 10 Uhr gestartet. Da hat eben Christoph Wiederkehr ZARA eingeladen und gemeinsam haben sie den Rassismusreport 2022 eben vorgestellt. Ja, Laura, und was sagt denn dieser aktuelle Rassismusreport? Also man könnte es in Zahlen packen. Da sieht es so aus, dass im letzten Jahr insgesamt 1497 Meldungen bei ZARA eingegangen sind. ZARA, wie gesagt, ist eine Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus und man will sich aber hier nicht unbedingt auf diese Zahlen festmachen, denn man hat gesagt, natürlich, es sind weniger Meldungen als zum Beispiel im Rassismusreport 2021, aber das heißt nicht, dass weniger Rassismus im Alltag passiert, denn die Beispiele, die heute genannt wurden, die würden ganz klar zeigen, dass Rassismus vor allem bei Dienstleistungen immer weiter voranschreiten, also zum Beispiel beim Friseurbesuch oder heute auch oft genannt, wenn People of Color in den Club gehen wollen, dass sie natürlich die Türsteherin da nicht hineinlassen wollen. Und ZARA hat in diesem Rassismusreport genau diese Beispiele eben zusammengefasst, aber auch einen nationalen Aktionsplan vorgestellt, wie denn Österreich, wie vor allem der Bund hier gegensteuern könnte. Das ist zum Beispiel auch, wenn man bei der Schule anfängt, das Lehrpersonal, das diskriminierend gegenüber Migrationsschülerinnen vorgeht, dass man hier eben ganz klar eben Aktionen plant, damit das eben nicht mehr passiert und damit diese Lehrer eben auch suspendiert werden. Was genau ZARA macht und was noch alles in diesem Rassismusreport eben drinsteht, das kann, glaube ich, am besten die Leiterin dieser Beratungsstellen von ZARA erklären, Frau Azizi Hacker. Mit ihr habe ich ein Interview geführt und sie erklärt am besten, was ZARA alles in diesem Report sagt. Frau Azizi Hacker, Sie sind Leiterin der Beratungsstellen von ZARA. Können Sie ganz kurz erklären für Menschen, die das nicht kennen, was ist denn ZARA? ZARA ist ein Verein, der gegründet wurde, um Betroffene von Rassismus zu unterstützen und um Rassismus überhaupt gesellschaftlich bekannt zu machen. Und die Beratungsstellen von ZARA haben besonders die Aufgabe, Betroffene von Rassismus dabei zu unterstützen, mit ihren Erfahrungen umzugehen, Beschwerden entgegenzunehmen, Entlastungsgespräche zu führen, aber auch rechtliche und noch nicht rechtliche Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie gegen rassistisches Verhalten vorgehen können. In Ihrem Alltag, was erleben Sie da? Welche Beratungen sind da in letzter Zeit besonders gestiegen? Ja, wir haben eben gerade dieses Jahr ist ja der Schwerpunkt in unserem Rassismusreport Dienstleistungen, weil wir gerade in der Post-Corona-Zeit bemerkt haben, wo Leute wieder mehr in Clubs gehen, wo sie wieder mehr in Restaurants gehen, dass gerade da die Zahlen noch gestiegen sind von Personen, die ausgeschlossen werden, die nicht in Clubs hineingelassen werden, aber auch die in ganz alltäglichen Situationen immer und immer wieder damit konfrontiert sind, anders behandelt zu werden, weil sie der weißen Norm, die so angenommene Norm, nicht entsprechen. Wenn Sie sagen nach Corona, würden Sie da einen Zusammenhang sehen, dass seit Corona hier auch Rassismus salonfähiger geworden sei? Es ist auf jeden Fall so, dass während Corona-Zeiten gerade auch im Internet sehr viel Hassrede auch sich verbreitet hat, damit auch mit Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Rassismus viel salonfähiger geworden sind. Und jetzt, wo alle wieder hinausgehen sozusagen, durchaus eine neue Spaltung in der Gesellschaft auch zu sehen ist und die Rassismus noch offensichtlicher macht, ja.
bei Ihrem Schwerpunkt Dienstleistungen. Können Sie da noch vielleicht andere Beispiele nennen, die Ihnen jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, zum Beispiel, auch im Rassismusreport drinnen haben wir das Beispiel einer Person, die in einer Bankfiliale ein Konto gehabt hat und auf einmal wurde das Konto gesperrt und sagt, nein, das ist doch nicht, wir können doch keine Überweisung machen, weil der Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist. Und das hat überhaupt nicht gestimmt, dass es gestimmt hat. Und er hat nicht, so konnte er angerufen und ihm einfach nur gesagt, nein, das Konto, da gab es einen Irrtum, das ist jetzt, wird jetzt gesperrt. Und erst beim dritten Mal, wie auch eine Sozialarbeiterin dann dort war und gesagt, was ist denn da jetzt los? Nein, das ist jetzt unklar. Und da erst bei Zara hat dann auch interveniert und dann endlich wurde das Konto dann wieder geöffnet und es gab eine Entschuldigung und die Mehrkosten wurden dann auch ersetzt. Wenn Zara interveniert, welche Beratungen oder Dienstleistungen bietet denn Zara noch an, abgesehen von den Beratungen? Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass Personen, die von Rassismus betroffen werden, einmal davon sprechen wollen und wir bieten ihnen, wir hören ihnen zu, wir nehmen sie ernst und ich glaube, es ist ganz wichtig, um zu sagen, die Person, der es passiert ist, ist nicht allein, die bildet sich das nicht ein. Das ist ein rassistisches System. Das heißt, einmal das aufzufangen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann gemeinsam mit dem Klienten, der Klientin arbeiten, was wollen sie denn machen? Also was gibt es für rechtliche Optionen? Kann man auch eine Anzeige zum Beispiel machen, wenn es eine rassistische Beleidigung ist? Das kann man anzeigen, das muss die Polizei dann ermitteln. Wenn man aus einem Club ausgeschlossen wurde und das die Beweislage zeigt, dann kann man das auch anzeigen. Dabei können wir unterstützen, wir können aber eben auch Interventionsschreiben an Unternehmen schicken, an zum Beispiel an die ÖBB oder an andere große oder kleinere Unternehmen oder auch Nachbarn, die rassistisch vorgegangen sind und schauen, dass wir da in einen Diskurs treten mit den Tätern und Täterinnen. Wer meldet sich denn bei Ihnen bei Zara? Sind das Betroffene, sind das ZeugInnen? Es melden sich Zeuginnen und Betroffene, hauptsächlich jetzt in letzter Zeit mehr und mehr Betroffene, denen wir halt wirklich Beratung, Unterstützung geben können. Zeugen und Zeuginnen, die uns etwas melden, das dokumentieren wir dann auch, aber da gibt es sozusagen keine Beratungsleistung, das ist einfach mehr ein Aufnehmen dieser Zahlen und dieser Fälle. Und auch gerade im Internet haben wir gesehen, gibt es sehr, sehr viele Fälle, die von Zeugen und Zeuginnen gemeldet haben, die etwas lesen, etwas sehr Rassistisches und sagen, das kann so nicht stehen bleiben und es wird uns gemeldet, damit wir es möglicherweise noch löschen können oder sogar auch zur Anzeige bringen können. Damit das alles nicht mehr passiert, haben Sie ja heute auch mehrere Forderungen gestellt. Welche wären denn da am dringendsten? Am dringendsten, glaube ich, ist jetzt einmal prinzipiell einmal einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus überhaupt anzunehmen, so wie die Regierung es ja auch versprochen hat in ihrem Regierungsprogramm, damit man eine rassismuskritische Gesellschaft wirklich und eine inklusive Gesellschaft angehen kann. Und das heißt, das ist einmal der erste Schritt. Und dann gibt es viele kleinere Maßnahmen, sei es im Bildungswesen, sei es auch im täglichen Umgang, aber vor allem auch an Kampagnen, die gestartet werden müssen von der öffentlichen Hand, finanzierte Kampagnen, die auf eine inklusive, rassismuskritische Gesellschaft hinzielen.